So, moin moin. Ja, diesmal hier was ganz Neues. Portal 2. Aber ich spiele die Testkammern von Games at Home und zwar jetzt gerade mit Dennis von Dennis. Hallo, Und liebe Magical Real Life Community. genau. Ja, Testkammer 1. Das ist die von Dennis. Testkammer 2 ist dann vom Steven. Und wird dann immer so abgewechselt. Also mal ist der Steven mit dabei, mal ist der Dennis mit dabei. Also wir spielen nicht mit, sondern labern einfach nur mit mir. Ne? Ja. Ja, blöd, wenn wir unsere eigene Maps zocken würden, ne? Genau. Alter Schwede, ich glaube mal, ich werde dieses, also diesen Ladebildschirm überspringen. Mein Spiel ist hängen geblieben, glaube ich. Yeah. Egal, ich lasse einfach laufen. Kein Problem, ich habe Zeit. Ja, Folge hat schon geht alles schief. Nee, noch nicht. Der ist weitergelaufen. Also, bist du jetzt schon die Map anladen oder bist du das Spiel am Starten? Nee. Ja, was denn, Mann? Nee, ich bin schon die Map am runterladen. Achso. Okay. Klar, ich starte auf dem Startbildschirm. Ja, weiß ich So, nicht. wie geht das hier nochmal? So, erste Testkammer von Dennis. Zing, zing. Was haben wir jetzt? Ach du Scheiße, wir haben alles. Hast du irgendwie gelitten? Ja, ich musste ja erstmal ein bisschen rumprobieren, ne? Und dann habe ich mal geguckt, dass du irgendwie so das Wichtigste mit reinbringst. Ja. Hopp. Okay. Yeah, man. So. Paar Laser, ein paar Roboter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aua, aua, aua. Okay, bin tot. Ja, schön, dass du mit dabei wart. Scheiße, ey. Ey, Dennis, was ist denn das hier? Ja, du kannst ja erstmal ein bisschen probieren. Falls du überhaupt nicht weiterkommst, dann gebe ich dir so ein bisschen Okay. Walkthrough und so. Ja, warte mal, wie aktiviert man nochmal, Schalter? Mit E. Ja. Nein, nein, nein! Wieder tot. Ja. Mit E? Mit E, ja. Kacke. Man sieht, Paddy ist absoluter Portal 2-Profi. Die Nicht? Steuerung hundertprozentig im Griff. Warte mal, ich guck noch mal nach. Controller, nein. Tastatur belegen. Warte mal. Benutzen, Schalter E, genau. Alter, ist das dein Lüfter, der so abgeht gerade, oder was? Ja, das ist mein Lüfter. Alter Schwein. Ja. Das ist mein Turbo-PC. Ja. Pentium 3 mit 500 Megahertz, ne? Bam! Jetzt sind sie weg, die Homos. Ah, hast geschafft, sehr gut. Erste Hürde geschafft. Nein! Bin daneben gesprungen, tot. Wo neben? Ja, Dingens. Ich wollte auf die Plattform drauf, aber bin ich gestorben. Das ist schon mal gut, ja. Aber es ist mir auch egal, ob der Part 30 Minuten lang wird, sondern ich lade ihn trotzdem hoch am einen Stück. Und mach dann nicht so 15 Minuten raus. Ja, nee, ist ja auch, ne, ist ja hier keine Anfänger-Map, ne? Muss ja schon ein bisschen Skill so. So sieht's Gut, aus. die Portal 2-Profis unter euch, die werden die wahrscheinlich in 5 Minuten irgendwie so fertig sliden, aber So das ist sieht's mir egal. aus. Ja. So, also ich bin drauf. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, beeile dich hochzukommen. Ja, ich bin oben. Gut. Also wenn ich jetzt da. Ach du Scheiße, wo geht's da denn her, Mann? Ne? Das ist die Frage aller Fragen. Holy shit. Also wenn ich jetzt da drauf gehe, ne? Warte mal, ich spring da einfach mal drauf. Oh mein Gott, oh mein Gott. Schade, dass ich es jetzt gerade selber nicht sehe. Ja, warte mal. So. So, zack, irgendwas habe ich aktiviert. Was? Ah, die Laser sind aus. Zing. Paddy, Laser. jetzt bist du aber. Jetzt ist aber vorbei, wa? Jetzt hast du es gleich. Ja, also das habe ich schon mal fertig. So, warte mal. Schmeißen wir die. Oh. Bom.
Geht voran. Jetzt habe ich einfach so einen Roboter runtergeschmissen. Keine Probleme, warte mal. So, die haben Roboter in Ruhe, die haben genug Probleme, Mensch. Ja, ja. Warte. Wie geht denn das hier nochmal auf? Also ich brauche. Was ist das hier? Ich brauche die Kugel, ne? Ja, genau. Wo kriege ich denn den? Ah, scheiße, wo kriege ich denn die Kugel her, Mann? Bist du auf jeden Fall schon dran vorbeigekommen? Ah, warte mal. Ich muss ja irgendwie. Oh. Wir müssten so im Hintergrund so eine fette Soul-Musik einspielen, weißt du, damit der Nervenkitz so ein bisschen steigt. Ich möchte ein Spiel spielen. Okay. Okay, ich spiele mal Portal. Kein Problem. Hey, warte mal. So, nein, da kann ich. Holy shit, ey, wie komme ich denn jetzt da hin? Also. Warte mal, wo? Warte mal, pass auf, warte mal. Ich hab die kleine, da kam der Kasten runter, den habe ich da reingelegt. Dann gingen die Laser aus, dann bin ich darüber gesprungen. So. Jetzt ist das so ein Pinöppel in so einem Glaskasten. Wofür jo. Ist der nochmal? Wofür ist der? Der Pinöppel im Glas, also die Kugel. Nee, der Schalter im Glaskasten. Also unten auf so einem kleinen Podest. So, das für die Tür. Das für die Tür? Ja. Scheiße. Wie komme ich denn dann auf den Mini-Schalter-Pinöppel? Was ist der Mini-Schalter-Pinöppel? Ah, warte mal. Ich habe den Dingern keinen Namen gegeben. So. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Fuck. Ich bin so ein Esel. Tut? Nein, noch nicht. Achso. Warum geht das nicht? So, nein. Behindert? Nein, bin ich nicht. Ich bin dann. So geht doch. So, warte mal. Zack, und dann nochmal rausspringen und. Jetzt komme ich dahin. So. Jetzt geht's ab. Toll, und jetzt stehe ich unten auf dem Schalter und weiß nicht, was das ist. Ah, okay, dann springen wir hoch. Was bringt mir das? Ah, da ist eine Kugel drin. Yeah. Yeah, man. Ich darf nicht so viel verraten, verdammt. Das ist ja schon fertig. Warte mal, ich muss da irgendwie da reinkommen. Hätte ich mal die Zeit gestoppt. Puh, ich bin voll der Pro. Wie ist die Kugel jetzt rausgeholt? Warte mal. Ich bin voll der Cheater. Aha. So. Ich sehe es doch gerade nicht. Erzähl mir was. Ich starre hier auf meinen Desktop-Bildschirm. Okay, da ist Batman drin. Guck mal. Ist gut genug, aber. Bin ich ein Cheater? Er sagt der, guck mal, bin ich ein Cheater? Ja, wie soll ich das denn sehen? Pass auf. Geil, warte mal. Wo muss ich ihn hinbringen? Geil, warte mal. Ja, ich bin durch. Eben mal kurz Snow-Modus angeschaltet, ne? Guck mal, die Kasten, also der Kasten, ne? Also die Ecken, die haben so einen Mini-Spalt, ne? Da habe ich einfach die Kugel mit durchgenommen. Was? Alter. Was für ein Cheater, oder? Steam hat ja auch schon gescheatet, aber... Ja? Ja. Was heißt gescheatet? Also diese Bugs von Portal 2 ausgenutzt, sagen wir so. Ja, mal schauen. So, ja genau. Dann muss ich einmal das Ding jetzt dahin machen, den Strahl dahin lenken, danke sehr. Aua!
So. Alle noch nicht. Ah, ich bin so behindert manchmal. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Ja, Gott. Wo bist du denn jetzt genau? Ich bin jetzt gerade auf dem... Also, oh mein Gott. Also ich, drücke jetzt gerade die Kiste zurück auf den Schalter. Welche Kiste? Ja, die Glaskiste drücke ich jetzt auf den Glaskastenschalter und dann geht die Tür, glaube ich, auf. Welche Glaskiste? Ja, womit ich den Schalter da... Oh nein, oh nein. Oh nein. So. So, zack. Warum geht die Tür nicht auf? Ich verstehe immer noch nicht, welche Glaskiste du meinst. Ja, unten auf dem kleinen Podest. Da ist ja so eine... Das ist ja richtig assi. Die du jetzt zum Schluss fallen lassen hast, oder was? Ja. Also du hast mit der... Den Laser hast du schon betätigt, ne? Den Laserschalter. Ja. Und da ist die Kiste runtergefallen. Ja. Und die versuchst du jetzt in das Podest hinein zu... Hatte ich ja schon. Nee, hattest du schon. Ja, die ist vom Schalter runtergeflutscht. Wie geht richtig, das denn? Ja, richtig assi, ist, keine Ahnung. Das Ding ist doch hier um Glas umhüllt. Ja, ja, aber da ist die Kiste vom Schalter runtergerutscht. Aha, okay. Wie lange dauert das? Motorräumte. So, bam. Zack, und ich bin fertig. Ja, sehr schön. Ist ja mega, Alter. Und das Gute, was mich jetzt auch dieses Mal freut, ist, dass du es auf dem traditionellen Wege gemacht hast, wie es eigentlich gemacht werden sollte. Außer jetzt dieser Bug mit der Kugel da. Ja. Weil Steam hat nämlich zum Schluss ein bisschen gescheatet, beziehungsweise die Kugel sollte eigentlich so genommen werden, dass über diesem Glaskasten ist ja diese portalfähige Wand oder Decke. Und dann schießt man rechts in die Decke ein Portal und kann dann daraus die Kugel nehmen. Ja. Und Steam hat es einmal gemacht, dass dieses, wie sagt man jetzt, dieses Wurmloch da, womit du fliegen kannst, hat halt da reingesetzt und die Kiste so rausgeholt. War jetzt noch nicht weiter schlimm. Aber er hat die Laserkiste dafür benutzt, den Endschalter zu betätigen. Das geht. Habe ich auch gemacht. Das hast du benutzt? Ja. Ich wusste es. Das ist nämlich so eine Sache, die mich bei Portal 2 auch total stört, dass man, also dass jeder Kubus, also jeder Würfel in diesen Schalter passt und nicht nur irgendwie ein bestimmter. Das müsste man vielleicht mal so ein bisschen ändern, weil das ist irgendwie sonst, dafür ist sozusagen ist dann die letzte Kiste unnötig. Ja. Und ja, das stört mich dann halt so ein bisschen, aber mein Gott, wenn man es weiß, ne? Hier so Pedia Portal Pro. Ja, vor Portal Pro. Na, auf jeden Fall weiß ich Bescheid. Erste Kamera ist vollbracht. Und die nächste wird dann mit dem Steam sein und die übernächste wieder mit dem Dennis. Ich gebe mal einfach mal einen Daumen hoch. Hat mir gefallen. Ich hoffe. Ja, klar. Ja, klar. Paar mehr Sachen reinhauen. Und ach, noch ein paar mehr. Ja, klar. Gerade was am Meckern, da sind zu viele drin. Nee. Hat schon gepasst. Okay. Nee? Ich sag mal Adios und bis zum nächsten Mal. Haut da rein. Ciao.